Hallo? Ja. Perfekt. So. Guten Morgen. Ich freue mich, dass so viele da sind und sich für das Thema WordPress Website Hacking interessieren. WordPress Website Security. Ich habe eine Frage an euch. Wessen Website wurde schon einmal gehackt? Ja, sind schon ein paar? Okay, cool. Und vielleicht wissen es die einen oder anderen vielleicht gar nicht, dass die Website gehackt wurde. Wieso ist Website Security so wichtig für uns? Wieso ist es für Dienstleister so interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Wieso ist es für jemanden, der einen Online-Shop hat, betreibt, interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Das Thema ist sehr aktuell und man möchte ja natürlich nicht, dass die Website, die man online hat, die einen Umsatz bringt, dann einfach offline ist, keinen Umsatz bringt und die Daten verloren gehen. Und deshalb ist es für uns wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mein Name ist Bart und ich zeige euch, wie man WordPress-Webseiten hacken kann. Eines vorweg, eine Warnung. Der widerrechtliche Eingriff in ein Computersystem ist strafbar. In Österreich nach dem Paragraph 118a des Strafgesetzbuches gibt es eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Also keine Kleinigkeit. Und wenn ich heute über Hacker spreche, dann meine ich natürlich auch Frauen. Ich möchte euch kurz erzählen, wieso ich so sehr für dieses Thema brenne. Ihr habt doch sicher schon mal was von den Panama Papers gehört. Die Panama Papers, das sind Dokumente, die veröffentlicht wurden. Es wurden 11,5 Millionen E-Mails, 2,6 Terabyte an Daten veröffentlicht im Jahr 2016 von einem Whistleblower. Und zwar die Daten stammen von einer Rechtsanwaltskanzlei Mossack Fonseca, die in Panama das Unternehmen hatte. Und das Interessante an diesem Fall ist, dass dieser Whistleblower nur zu diesen Daten gekommen ist und sie veröffentlichen konnte, nur aus dem Grund, weil ein WordPress-Plugin nicht aktualisiert war. Das war diese Möglichkeit, hineinzukommen in das System. Und zwar bei diesem Plugin hat es sich um den Revolution Slider gehandelt. Diese Sicherheitslücke war schon 2 Jahre lang bekannt und wurde dann 2016 eben ausgenutzt. Und der Hacker konnte anhand dieser Sicherheitslücke, die sehr gut dokumentiert war, eine Webshell hochladen und dadurch Zugang zum Dateiverzeichnis bekommen und konnte sich dann mal umschauen. Durch das Umschauen hat er auch gesehen, nachdem er sich umgeschaut hat, hat er auch gesehen, dass die E-Mails, der Mail-Server auf der gleichen Maschine lag wie der Webserver.
Und oft ist es ja so, dass bei einem Hack nicht eine Kleinigkeit, eine Sicherheitslücke dazu führt, dass es zu dieser Katastrophe kommt oder wie in dem Fall zu diesem glücklichen Zufall, sondern es ist oft eine Verkettung von mehreren Problemen. Das heißt, es gibt irgendwo diese Sicherheitslücke, diese Einschnittstelle und dann gibt es dann falsche Dateirechte, also Dateirechte, die falsch gesetzt wurden. Dann die Architektur des Ganzen ist fehlerhaft und dann kommt es eben zu so einem Problem. Und wieso ich so begeistert bin von diesem Fall ist, die Auswirkung, die das hatte, diese Kleinigkeit, dieses Plugin, was nicht aktualisiert war, so etwas Kleines, Lächerliches, hat eben dazu geführt, dass weltweit bekannte Persönlichkeiten wegen Geldwäschedelikten Politiker eben zurückgetreten sind und interessante Steuerkonstrukte ans Tageslicht gekommen sind und dadurch sind eben Politiker zurückgetreten, nur wegen dieser einen Kleinigkeit, weil diese Sicherheitslücke vorhanden war. Und ich möchte euch zeigen, wie so ein Hack funktioniert oder wie es so ähnlich funktioniert hat, wie es passiert ist, dass dieser Angreifer es geschafft hat, in das System zu kommen. Die Fragen, darüber quatschen wir am Ende dann. Also, im Grunde weiß man natürlich das nicht ganz genau, wie das funktioniert hat. Wir haben das Glück, dass WordFence, ein Sicherheitsplugin-Anbieter, es geschafft hat, zeitnah, so ein paar Tage danach, herauszufinden oder nachzuvollziehen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist und wie es dazu gekommen ist. Was ich hier jetzt habe, was ihr hier seht, das ist Kali Linux, das ermöglicht uns, ganz viele Tools auf Anhieb zu haben. Das ist ein toller Werkzeugkoffer, wenn man jetzt eben Security Audits macht und Penetration Tests. Und wir haben einfach von Haus aus eine unglaubliche Vielzahl an Tools, die uns zur Verfügung stehen, um eben mal zu schauen, was alles möglich ist. Als Vorbereitung habe ich eine lokale WordPress-Installation hier für euch vorbereitet und habe es geschafft, was nicht einfach war, ein Revolution Slider Plugin noch aufzutreiben in einer alten Version. Findet man heute nicht so häufig. Und was mir natürlich sehr hilft, ist dieses Portal Exploit Database. Und unter anderem ist eben dieses Sicherheitsplugin, was dazu geführt hat, dass diese Webshell hochgeladen werden konnte, ist auch sehr gut dokumentiert auf diesem Portal. Was ich hier habe, ist etwas anderes. Hier möchte ich eine Datei herunterladen. Und hier ist ziemlich gut beschrieben, wie man das macht und welche Voraussetzungen es gibt. Und hier sehe ich auch zum Beispiel den Proof of Concept, wo ich hier einfach eine Datei runterladen kann. Und es wird beschrieben, wie ich eine Datei runterladen kann. Also in Wirklichkeit kinderleicht, wie man einfach bestimmte Sicherheitslücken ausnutzen kann. Welche Datei glaubt ihr ist interessant für den Angreifer? Wie? Die wp-config natürlich, genau. Die wp-config-Datei, die wollen wir uns holen jetzt. Ja. Revolution Slider ist aktiv. Ich logge mich aus. Kopiere mir diesen Link hier, weil ich natürlich weiß, dass jetzt der Revolution Slider in dieser Version zur Verfügung steht. Und siehe da,
ich lade eine Datei runter. Okay, mal sehen, was in dieser Datei ist. Okay, schaut ziemlich interessant aus. Ich würde sagen, das sind mal die Zugangsdaten zum, das ist meine WP-Config und das sind die Zugangsdaten zur Datenbank. Auch die Salt-Hashes sind drinnen, also die Sicherheitsschlüssel von WordPress, mit denen ich dann zum Beispiel in der Datenbank das Passwort entschlüsseln könnte. Also wie ihr seht, es ist ein sehr einfacher Vorgang, weil natürlich die Anleitung da ist, weil jemand diese Sicherheitslücke gefunden hat und auch vielleicht ein Skript vorbereitet hat. Und ich kann mir sehr leicht hier helfen, indem ich einfach diese Anleitung durchgehe und das nachvollziehen kann. Ist das jetzt ein Einzelfall? Ist das jetzt so eine Seltenheit, dass sowas passiert? Definitiv nicht. Weil erstens, wir haben sehr, sehr viele WordPress-Installationen weltweit. Das sind circa ein Drittel und mehr aller Webseiten weltweit werden mit WordPress betrieben. Und letzte Woche, wo ich die Präsentation vorbereitet habe, habe ich einmal gegoogelt, wie viele Versionen von diesem Slider-Plugin immer noch online sind oder einem Slider-Plugin unter der Version 4.1. Und es sind noch so über 4000, die Google noch im Index hat. Und der Grund für die Sicherheitslücken oder die Einbrüche, der liegt bei über 90% bei den Plugins. Danach kommen die Themes und dann der WordPress Core. Und Plugins mit Sicherheitslücken nach dem Socuri Report sind eben welche, die ihr sicher auch kennt, wie Contact Form 7 und so weiter. Und letztens habe ich auch gesehen, dass Elementor auch angegriffen wird und Elementor ist auch sehr beliebt und auch über eine Sicherheitslücke kann man auch eine Webshell über Elementor hochladen. Wie geht jetzt ein Hacker an die Sache heran? Ihr habt es jetzt gesehen, ich habe das ziemlich schnell mal, bin das Ganze durchgegangen. Aber da gibt es auch grundsätzlich zwei Herangehensweisen. Die erste Herangehensweise ist, für die meisten Angriffe sorgt. Und zwar automatisierte Angriffe über Bots. Und die zweite Herangehensweise, das sind individuelle Angriffe von einem Individuum, von einer Gruppe, einem Kollektiv, einem Staat. Und bei den, wo die meisten Angriffe eben stattfinden, das sind diese automatisierten über Bots. Und grundsätzlich geht es dann darum, ganz viele WordPress-Installationen zu scannen. Dann weiß man natürlich, welche WordPress-Version mit welcher, welche Plugins dann diese Sicherheitslücke haben. Man hat ja die Anleitung, man hat fertige Skripte, die man ausführen kann. Und dann wird zum Beispiel ein Cryptologger hochgeladen und dieser Cryptologger verschlüsselt dann die Datenbank und schickt dann den WordPress-Admin automatisch dann eine E-Mail mit einer Lösegeldforderung. Und das ist zum Beispiel so ein beliebter Fall, wo eben das automatisiert stattfindet, ganz schnell über ganz viele Webseiten. Und da geht es gar nicht darum, dass dann irgendwer rausgepickt wird, sondern da geht es einfach nur um, nach Gießkannenprinzip, um zu streuen. Das heißt, jede WordPress-Webseite, die öffentlich zugänglich ist, ist in Gefahr sozusagen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, man kann sich sehr gut gegen diese Sicherheitslücken, also diese automatisierten Angriffe, die diese öffentlichen Sicherheitslücken angreifen, wehren. Man muss nicht viel Zeit und viel Aufwand investieren. Es ist auch nicht komplex, sich dagegen zu wehren.
Aber man, also da kann man über 90% dieser Angriffe sehr, sehr gut abwehren. Und die schlechte Nachricht ist, wenn ihr als Ziel von einem Hacker ausgesucht werdet, weil ihr Zugang zu sensiblen Daten habt, zu lukrativen Daten, dann ist es sehr schwer, sich dagegen zu wehren. Aber das sind die allerwenigsten Angriffe und vor denen muss man sich nicht fürchten. Was, außer man hat natürlich jetzt sensible Daten. Aber was kann man jetzt machen? Man legt die Hände in den Schoß und sagt, okay, kann man nichts machen. Nein, je mehr Hürden man dem Hacker auferlegt, je mehr Hürden man einbaut, desto eher wird dieser Hacker von einem lassen und dann hat man natürlich schon Erfolg, je mehr eben man sich um die Sicherheit der eigenen Website kümmert. Weil es gibt ja genug einfachere Angriffsziele. Ich habe jetzt einen üblichen Einbruch hier, da geht es um Daten, die man transferieren möchte. Der erste Schritt ist natürlich, man schaut sich mal an, man hat eine Vorbereitung, man möchte ja anonym unterwegs sein. Die Anonymität ist über Proxy-Chains möglich, die das Tor-Netzwerk verwenden. Und man setzt eben so ein Tool wie Kali Linux ein und bereitet mal alles vor. Na, dann als nächstes will man natürlich jetzt, hat man ein konkretes Angriffsziel. Und welches lukrativ ist, wo es sich auszahlt, viel Zeit zu investieren. Man geht nach dem Blackbox-Ansatz vor und diese Phase wird Mapping und Reconnaissance genannt. Das heißt, man versucht unbemerkt so viele Informationen wie möglich zu erlangen. Dazu verwendet man Tools wie den Network Mapper, um herauszufinden, welche Ports offen sind, welche Backend-Technologien eingesetzt wird. Und der ist auch dieses Tool ist auch sehr leise und man kann unbemerkt herausfinden, ob irgendwelche Firewalls dazwischen sind, die man umgehen kann und so weiter. ReconDoc gibt auch zum Beispiel Whois Datenpreis und es ist eine Ansammlung von zahlreichen interessanten Tools. Und Open Source Intelligent Tools, das ist zum Beispiel Google. Es gibt welche, die kostenpflichtig sind, die öffentlichen oder halböffentlichen Plattformen durchgehen. Und Google eignet sich auch ganz gut über Google Dorking, um herauszufinden, welche Plugins mit welcher Version gerade auf einer Installation laufen. Ich habe das kurz gezeigt oder ich habe euch kurz erzählt, ich habe letzte Woche eben gegoogelt und habe gesehen, dass 4000 Versionen von einem Plugin in einer bestimmten Version öffentlich sind. Das heißt, über Google kann man einfach diese Information erlangen und dann hat man schon seine Angriffe, die man starten kann. Wenn wir jetzt genug Informationen gesammelt haben, dann geht es darum, dann kommen wir in die Discovery-Phase und dann geht es darum, herauszufinden, wir wissen ja, welche Technologie gerade eingesetzt wird, in unserem Fall ist es WordPress. Und wir möchten jetzt mehr über diese Technologie herausfinden. Und eins der besten Tools ist WP-Scan. Und hier kann man, hier gibt es eine Datenbank, die immer aktuell gehalten wird, wenn man WP-Scan startet. Und man kann eben, die Datenbank schaut sich an, dort gibt es alle Sicherheitslücken und die werden dann abgeglichen mit der Version, die gescannt wird. Wenn natürlich so ein Scan zugelassen ist. Nikto ist auch ein ähnliches Tool, ist nicht nur speziell für WordPress, aber ist ziemlich laut, also es wird leicht erkannt. Und mit Burpsuit kann man HTTP-Anfragen manipulieren, um herauszufinden, was alles, worauf das System anspringt oder nicht. Und wenn man jetzt genau weiß, okay, es gibt diese Sicherheitslücke, es gibt WordPress mit dieser Version, dieser Sicherheitslücke, dann geht es darum, diese Sicherheitslücke als nächstes auszunutzen und eine Anleitung dazu zu finden, zu diesem Exploit. Ich möchte ja wissen, okay, ich möchte ja nicht so viel Aufwand reinstecken und ich schaue mich mal um, hat nicht jemand schon vielleicht zu dieser Sicherheitslücke
etwas gefunden. Und eine Anleitung habt ihr ja schon gesehen, die ich eben selber auch benutzt habe mit einem Proof of Concept auf ExploitDB. Und dann gibt es auch ein paar andere Plattformen, die regelmäßig diese Anleitungen veröffentlichen. Und jetzt kommen wir zu diesem Hauptding. Dieser Exploit wird ausgenutzt. Es gibt diesen Zugriff und beim Zugriff ist es so, ein Tool wird, also die Sicherheitslücke wird ausgenutzt und das ist sozusagen der Eintrittspunkt. Und wenn das geschafft ist, werden weitere Tools nachgeladen. Die brauchen wir eben, um uns das ganze Netzwerk genauer anzuschauen. Und wenn wir uns das ganze Netzwerk angeschaut haben, können wir eben herausfinden, welche anderen Server, wie schaut die Netzwerkinfrastruktur aus, welche anderen Server gibt es interessante Dateien, was kann ich machen, kann ich einen Backdoor noch installieren und so weiter und so fort. Und wenn ich dann eben interessante Dateien gefunden habe, wie im Fall von den Panama Papers, dann hole ich mir die Dateien, aber vielleicht nicht alle auf einmal, sondern über einen längeren Zeitraum, damit das nicht sofort auffällt. Tools dafür sind Metasploit. Hier kann man, hier passieren schon mehrere Sachen auf einmal bei Metasploit. Es wird automatisch die Sicherheitslücke erkannt und auch das Skript für das Ausführen, zum Beispiel das Hochladen der Webshell, ist automatisch auch dann drinnen in diesem Prozess. Also ein ziemlich cooles Tool, welches uns viel Zeit erspart. SQLMap für SQL-Injections, Accessor für Cross-Site-Scripting-Attacken und Comics für Code-Injections. Das sind die Tools, die man bei einem Angriff verwendet. Aber die Tools, die ich jetzt genannt habe, können auch in der Phase davor gut verwendet werden, um zum Beispiel herauszufinden, welche weiteren Sicherheitslücken auch noch möglich sind oder gefunden werden. Wenn man jetzt keinen Erfolg hat mit diesen Punkten, also man hat keine Sicherheitslücke gefunden, man ist hier nicht weitergekommen, gibt es immer noch die beste Sicherheitslücke, und zwar den Menschen. Und das kann dann über Human Hacking können wir hier weitaus leichter oft, wenn man die Fähigkeit besitzt, an Daten herankommen. Und zu guter Letzt setzt sich der Hacker nicht ab und geht auf Urlaub. Nein, er schaut, dass noch eine Backdoor irgendwo versteckt wird. Und oft ist es sehr schwierig, dann die zu finden. Dann muss man wirklich alle Daten löschen. Oft sind diese Backdoors dann als kryptische Strings dann irgendwo in Dateien versteckt und können dann über GET-Parameter, können dann Admin-User aktiviert werden im Nachhinein. Das ist deshalb so, weil man vielleicht später auch nochmal vorbeikommen möchte als Hacker oder diesen Zugang weiterverkaufen will. Und wenn man noch länger im Geschäft bleiben möchte, dann löscht man noch alle möglichen Logs und schaut, dass man nicht auffällt und räumt auf. Kann man sich jetzt dagegen wehren? Man kann sich eben sehr gut wehren. Es gibt zahlreiche Sicherheitsmechanismen und die Frage, die wir uns oft stellen und die ich häufig höre, ist WordPress sicher? Ja, definitiv. Es gibt zahlreiche Sicherheitsmechanismen, für die Sicherheit sorgen. Die sind von Haus aus dabei. Und bei den meisten muss man sich gar nicht drum kümmern. Wenn man zum Beispiel Sicherheitsfunktionen, wenn man selber Plugins entwickelt, dann gibt es auch zahlreiche Sicherheitsfunktionen, die von WordPress angeboten werden. Manche Sachen wie die Two-Factor-Authentification ist natürlich mühsam, aber schützt uns hier bei der Sicherheit. Was passiert jetzt, wenn man gehackt wurde? Kann ich jetzt mich irgendwie, wie wehre ich mich dagegen? Ich muss zuerst einmal erkennen, ob ich gehackt wurde. Welche Anzeichen gibt es, dass ich gehackt wurde? Ich sehe vielleicht einen White Screen of Death, das heißt, ich sehe gar nichts, ein Blank Screen. Oder ich sehe, dass Fehler ausgegeben werden, was häufig passiert, kein Zugang zur Datenbank.
Ich sehe eigenartige Dateien, Orden auf meinem Webserver, wenn ich mich natürlich mit der Softwarearchitektur von WordPress ein bisschen auskenne, mit den Dateiverzeichnissen, fällt mir das vielleicht auf. Ungewöhnliche Dateinhalte, kryptische Dateinhalte am Ende der Datei und eigenartige Admin-User wurden angelegt, die ich gar nicht kenne. Und was häufig auch so, woran ich auch denke, wenn ich jetzt überlege, wurde die Website gehackt oder nicht, das ist, wenn die Website langsam ist. Und dann, oder ich merke es auch am Umsatz, wenn ich einen Online-Shop habe und wenn ich ein hohes Google-Ranking habe und auf einmal dieser Umsatz einbricht, dann kann das natürlich, muss nicht damit zusammenhängen, aber das ist vielleicht auch ein Anzeichen. Google hat gecheckt, dass ich eine Malware auf meinem Webserver habe, auf meiner WordPress-Installation und tut mich downgraden. Ja, so fehlerhaftes Layout, Spam-Inhalte, Verlinkungen auf fremde Seiten, Hinweise von einem, seriöse Hinweise einerseits von jemandem, der erkannt hat, dass meine WordPress-Installation für Phishing-Angriffe verwendet wird. Und andere Nachrichten, vielleicht von einem Hacker, wo einfach ich darauf hingewiesen werde, okay, die Website wurde gehackt, hier ein paar Bitcoins überweisen. Und auch beim Blocklisting von meiner Webseite. Wenn ich jetzt erkannt habe, ja, jetzt wurde ich wirklich gehackt, was mache ich? Ich habe Panik, ich muss schnell das lösen. Wie kann ich das jetzt lösen? Ich habe 7 Schritte zusammengestellt, wie man erkennen kann oder wie nach einer erkannten Manipulation, wie man vorgehen sollte. Also als erstes auf jeden Fall kühlen Kopf bewahren. Mal sehen, was von außen von dieser Webseite sichtbar ist oder welche Anzeichen, gibt es irgendwelche Anzeichen? Und da bietet Sucuri seinen Sidecheck, der mir sagt, okay, Website wurde geblocklistet, gibt es eine Malware. Es ist jetzt nur eine Kleinigkeit, dauert ein paar Sekunden, aber ich kann zum Beispiel von außen mal sehen, was jetzt mit der Website los ist. Dann ist ein Zugriff möglich. Kann ich auf die mit meinen Zugangsdaten auf den Webspace, auf den Webhoster, auf die Datenbank zugreifen? Sind die noch aktuell? Ich sollte auch so schnell wie möglich den Webhoster kontaktieren, um vielleicht auch eine Lösung zu finden. Es kann ja auch sein, dass es nichts mit mir zu tun hat. Wenn ich einen Shared Host habe, dann kann es natürlich sein, dass ich von einer anderen Seite, von einem anderen Kundenkonto vielleicht diese Infektion da ist und die nichts mit meinen Sachen zu tun hat. Und jetzt sollte ich auf jeden Fall den Zugang sperren und schauen, dass ich alle Daten, alle Zugangsdaten aktualisiere und natürlich nicht vergesse, die WordPress Security Keys, die Salt Hashes zu aktualisieren, damit dann alle User dann ausgeloggt werden und sich dann wieder einloggen können. Und als nächstes schaue ich, dass ich für Nachforschungszwecke die Daten, die infizierten Daten runterlade, die Datenbank und die Dateien und Ordner. Und damit ich daraus lerne und später eben herausfinden kann, was da passiert ist. Um sicherzugehen, dass dann nicht irgendwo eine Backdoor versteckt wurde, lösche ich meine ganzen Daten, die Datendateien, Datenbank und hoffentlich habe ich ein sauberes Backup, ein aktuelles sauberes Backup, welches ich dann unverzüglich installieren kann und aufsetzen kann und kann dann als nächstes nachforschen, schauen, ob ich jetzt in den Logdateien Hinweise darauf finde, was es für eine Sicherheitslücke war, welches Plugin dazu geführt hat, dass dieser Hack passiert ist. Wenn ich jetzt das alles aufgesetzt, also wenn ich das Backup aufgesetzt habe, sollte ich natürlich bestenfalls schon wissen, was dazu geführt hat, dass dieses Problem entstanden ist. Ich aktualisiere alles und schaue, ob eh das Security-Sicherheitsplugin, welches ich habe, richtig konfiguriert ist. Und wenn alles geglückt ist, veröffentliche ich natürlich wieder die Webseite und beobachte sie laufend.
Und zu guter Letzt, den Punkt habe ich jetzt nicht als achten Punkt, aber ich sollte grundsätzlich das zur Anzeige bringen, was passiert ist, damit es dann eine höhere Gewichtung bekommt beim Bundeskriminalamt, damit mehr Ressourcen lukriert werden können, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und auch, man muss natürlich auch angeben, wenn personenbezogene Stammdaten hier auch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie schaffe ich es, dass meine WordPress-Webseite sicher ist vor diesen Angriffen? Ich habe zu guter Letzt noch 9 Tipps für euch zusammengestellt, wie ihr schauen könnt, dass eure Website sicher ist. Die Basis ist immer unser Webspace, also der Webspace-Provider. Und der sollte im besten Fall eine IDS, WAF und eine IPS haben, also Intruder Detection, eine Web Application Firewall und eine Intrusion Protection System, genau. Und das ist die Basis und das haben nicht viele, also die Bekannten bieten das nicht an, wie Host Europe, Domain Factory haben das vielleicht nicht in diesen Basispaketen, aber zum Beispiel Rackspeed hat das. Und wenn man jetzt eine Webseite hat, mit die Umsatz bringt, sollte man auch darauf schauen, dass eben so ein Schutz von außen gewährleistet ist, damit ein Angreifer nicht diese Tools verwenden kann, so leicht verwenden kann, die ich euch vorhin genannt habe. Was auch gut ist, ist, dass man automatische Minor-Updates aktiviert in der WP-Config, dass man Two-Factor-Authentification verwendet, dass man ganz wichtig laufende externe Backups hat und die auch testet auf einer Subdomain, auf dem gleichen Webspace, dass man eben leicht schnell wieder das Ganze hochfahren kann, wenn ein Angriff stattgefunden hat, wenn die Webseite offline ist. Ich sollte auch die WordPress-Default-Einstellungen vermeiden, also keinen Admin-User mit Admin-Benutzernamen. Ich sollte auch starke Passwörter verwenden, das Login verstecken, damit es nicht bei Brute-Force-Attacken leicht zugänglich sichtbar ist. Und kryptische Datenbank-Prefixes sind auch nicht schlecht. Also alles, was man eben in diesem Setup am Anfang durchführt, sollte man eher schauen, dass man hier bisher nachdenkt und Alternativen sich überlegt. Ein Sicherheitsplugin ist sicher nicht verkehrt, das heißt, man schaut, dass man eins von den bekannten, auch wenn sie kostenlos sind, besser ein kostenloses als gar keins verwenden. Und meine Favoriten sind WordFence, Sucuri, All-in-One, WordPress Security und iFence Security. Und WordFence und Sucuri sind ziemlich bekannt dafür, sehr, also regelmäßig Reports herauszugeben und sind wirklich dran und schauen das dann wirklich, die kennen sich sehr gut aus, die veröffentlichen auch regelmäßig eben jährlich Reports zu Sicherheitslücken und Problemen rund um WordPress. Dann File Editing im WP Admin deaktivieren über die WP Config, XML RPC deaktivieren über HT Access und WP Config, über das die Functions PHP von Theme. Und zu guter Letzt natürlich der wichtigste Tipp: so wenig Plugins wie möglich verwenden und also so sparsam wie möglich, nicht einfach nur für jede Kleinigkeit ein Plugin verwenden und alles auf dem Laufenden halten. Seit letztem Jahr schreibe ich an einem Buch über WordPress Security und es heißt WordPress Webseiten hacken und sichern und ich möchte der WordPress Community etwas Praktisches, Interessantes zum Nachschlagen anbieten, damit einfach sehr leicht immer für die Sicherheit gesorgt werden kann. Mein Ziel ist es, dass die Webseiten, eure Webseiten, WordPress Webseiten sicher sind. WordPress sollte mit Sicherheit ein tolles CMS bleiben. Und ich habe was für euch. Wer eine Leseprobe möchte, schreibt mir heute eine E-Mail und kriegt eine Leseprobe zugeschickt. Ja, das war's. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Fragen, bin noch die nächsten Minuten da.
Hallo? Ja. Ist an? Ja. Okay. Eine Frage, die, also vielen Dank für den Vortrag. Inwiefern sind Klone von der Webseite ein Sicherheitsproblem? Also wenn man für Staging-Zwecke eben mehrere Klone anlegt, die dann vielleicht dann doch irgendwann einmal veraltet sind und man sich nicht um jeden genau dann kümmern kann, inwiefern ist da Sicherheitslücke? Bei was nochmal die Sicherheitslücke? Bei Klonen von der Hauptseite für Staging-Zwecke, wenn man die Seite klont, um Sachen auszuprobieren und die dann nicht löscht und ja. Dann veralten. Ja, es ist, ich meine, wenn es auf dem gleichen Webspace liegt, sicher, es ist eine Eintrittsmöglichkeit und Staging-Entwicklungen schütze ich immer. Also die sollten gar nicht zugänglich sein öffentlich. Ja. Aber wenn sie öffentlich nicht zugänglich sind, dürfte das kein Problem sein. Ja, also das eh klar. Also wenn jetzt keiner zugreifen kann, wenn die Website offline ist oder in einem geschützten Rahmen, dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Aber wie du schon richtig sagst, wenn ich eine Kopie habe und die nicht aktualisiere, weil ich denke mir, ab und zu ist da was, ja, und ich will nur ein bisschen testen, natürlich ist das eine Eintrittsmöglichkeit für den Hacker, logisch, ja. Kann man auch mehrere Security-Plugins verwenden oder vertragen sich die nicht? Ja, manchmal, einmal habe ich mir das auch gedacht, je mehr, desto besser. Erstens, das kennt sie sicher, bei WordPress kommt es manchmal zu Konflikten, wenn man viele Plugins hat und ich würde definitiv sagen, nur ein gutes Plugin und wenn man schon sagt, okay, das eine Plugin gefällt einem und es passt ganz gut und man ist happy, dann sollte man sich auch die kostenpflichtige Lizenz von diesem Plugin zulegen. Und das hilft einem natürlich dann, wenn das Plugin selber umfangreich ist, passt das. Was ich auch auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich nicht jedes Plugin kann alles abdecken. Aber es deckt schon, wenn ich ein Plugin habe, ein Sicherheitsplugin wie WordFence, kann ich schon sagen, 90% aller Features, die ich benötige, werden gut damit abgedeckt. Und für die restlichen muss ich natürlich selber Hand anlegen und da ist eben mein Buch ganz gut geeignet, damit man so einen Überblick hat und ein gutes Verständnis dafür hat, was vielleicht eventuell noch fehlen könnte oder wie ich es testen kann, damit ich weiß, okay, außerhalb dieses einen Plugins, welches ich habe, was ich noch machen kann, damit es sicher, 100% Sicherheit wird es eh nie geben, aber sagen wir zu 99 oder 98%. Ja, wo ich eben angefangen habe, an dem Buch zu schreiben, habe ich mir gedacht, hey cool, es gibt alle möglichen Sachen, die ich selber machen kann, wo ich gar kein Plugin bräuchte. Nur es ist auch, wenn man jetzt sagt, okay, man will alle Punkte durchgehen, dann ist es schon aufwendig. Also dann muss man sich schon tief damit beschäftigen, tiefergehend mit all diesen Themen. Und dann hat man trotzdem vielleicht, wenn man jetzt nicht täglich damit zu tun hat, ein flaues Gefühl, habe ich jetzt alle Punkte abgedeckt oder nicht. Ja? Ich würde sagen, es kommt eben auf die WordPress-Installation an, wie wichtig sie mir ist oder wie sicher sie sein sollte am Ende, welche Daten ich schützen muss und so weiter. Hallo. Also mal zuerst Dankeschön, dass du dir Mühe machst, ein Buch zu schreiben, weil das ist ja heute mehr Idealismus als das Einkommensquelle. Ja. Und ich habe ein paar Fragen, die ich versuche kurz zu fassen, jetzt vielleicht zum Thema verschiedene Plugins, passt dazu. Du hast erwähnt XML, RPC, abdrehen, da gehört dann wahrscheinlich auch dazu REST API abdrehen. Die eine Frage dazu ist, viele Tools bieten das per Checkbox und schreiben es dann einfach in die HTXS. Das heißt, wie stehst du dazu, dass man halt unterschiedliche Tools hat, die jetzt nicht Security-Tools sind, aber zum Beispiel das ein Tool für also quasi WordPress Firewall, nicht Full Application Firewall. Und ein zweites Tool hast du jetzt für einen Hide vom Admin. Und weil es dazu einfach ist, ist in beiden Tools zum Beispiel diese Checkbox REST API abdrehen, XLR abdrehen.
Ja. Und jetzt klickt man dort, man klickt man da. Ja. Doppelt gemoppelt, Problem oder einfach oder steht es halt doppelt in der HTXS, okay? Ja, ich denke, es ist mein Ziel ist es, immer so wenig Plugins wie möglich zu verwenden. Am besten, und wenn man sich je so auskennt, wie du das eben aufzählst, ja, es ist das und jenes, ich würde nie ein Tool für eine Sache verwenden. Erstens, es ist der Aufwand, du musst ja an alle Sachen trotzdem denken. Ich würde eins von den Plugin-Anbietern verwenden, eben, die ich aufgelistet habe. Und wenn sie jetzt eben nicht 100% von allen Features abdecken, dann kann ich ja noch das eine oder andere nachziehen. Ich würde aber diese Sachen definitiv nicht, ich hoffe nicht, dass das jemand dann über einzelne Plugins macht. Und ich habe eben, deshalb beschäftige ich mich in dem Buch damit, wie ich das ausbalancieren kann oder was notwendig ist bei den einzelnen Sicherheitsplugins, welche ich verwende, was dann noch wichtig ist, zu ergänzen. Aber ich hoffentlich nicht für jede Kleinigkeit ein Plugin, ja. Und kann ich das so sagen, also aus dem Bauch heraus, dass wenn ich mir jetzt als WordPress-Webseiten-Creator, Ersteller, Schmalspur-Entwickler bewusst bin, also wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich jetzt eine Funktion habe, die definitiv REST API braucht, XLR und RPC, einfach standardmäßig abdrehen. Das heißt, ich frage mich manchmal, na, soll ich es jetzt abdrehen oder nicht abdrehen, denke mir eigentlich, ich wüsste nicht, wofür es braucht, drehe es mal ab und warte, was passiert. Oder gibt es da irgendwie eine kleine Checkliste, die ich durchgehen kann, sagen, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Ne? Es geht ja nicht nur auf komplette Systemebene, es geht ja auch manchmal auch nur vielleicht zum Beispiel für einen Custom Post Type oder so oder für Eingabefelder. Wie komme ich da schneller voran? Ja, es ist oft ein Trial and Error. Am besten natürlich abdrehen, bevor man dann einen Schaden erleidet. Bei XML RPC ist es sowieso veraltet und wir haben eh die REST API von WordPress, somit würde ich sagen, es hängt auch so ein bisschen ab mit der Aktualität meiner WordPress-Installation, mit dem ganzen System, welches ich installiert habe. Hat auch ein bisschen damit zu tun. Natürlich, wenn ich jetzt ein älteres System habe, eine ältere Webseite, und dann tue ich mir natürlich schwerer hier und muss vielleicht dann wirklich so mit diesen Plugins patchen und hoffen, dass alles dann passt oder mit diesen Kleinigkeiten. Und ich tue mir wesentlich leichter, wenn alles up to date ist und ich dann gar nicht mehr auf irgendwelche alten Schnittstellen zugreifen muss. Okay, das heißt zusammenfassend, wenn es quasi jetzt aktuell ist oder jetzt ein neues Projekt, XML per RPC komplett abdrehen. Und REST API, wenn ich weiß, ich möchte was anbieten in die Richtung. Ja, ja, ich weiß nicht, man muss ein bisschen auch darüber nachdenken, ich will jetzt nicht so allgemein sagen, ja, aber ja, ist sicher nicht verkehrt. Je weniger ich dem Angreifer anbiete, desto besser für mich. Danke vielmals. Hört man mich? Ja. Ich möchte noch fragen, inwiefern kann ein Service wie Cloudflare meine Websites schützen? Kann durchaus, aber es gibt auch Mechanismen, die Cloudflare gut umgehen können. Also es ist einfach ein Proxy, der mir schon Schutz anbietet, aber wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass es gar nicht kompliziert ist, das zu umgehen. Und ich habe aber auch im Vortrag vorhin gesagt, je mehr Hürden ich einbaue, desto besser. Aber ich kann nicht jetzt davon ausgehen, halt, dass wenn ich wirklich sensible Daten habe, dass jetzt alles, dass es alles gut läuft. Also das, für 100% Sicherheit kann ich nie sorgen. 100% gibt es nicht, aber es macht wirklich was. Ja, klar. Ja, sicher, es ist ein Proxy, es ist wie eine Web-Application-Firewall, es bietet mir schon ein bisschen Schutz, damit die Domain nicht gestohlen wird und das und jenes. Also es gibt schon, es ermöglicht, es hilft mir auf jeden Fall. Danke. Die letzte Frage oder die letzten zwei Fragen? Jetzt habe ich eine Frage. Also ich backupe täglich meine Websites. Cool. Nur das einzige Problem, ich habe viele Seiten, die große Mediatheken haben. Und wenn ich die jetzt täglich backupe, dann geht mir irgendwann der Speicherplatz aus.
Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe bei diesem Backup-Plugin alles gebackupt, die Datenbank auch, außer den Uploads-Folder. Jetzt wollte ich dich fragen, ist das ein Problem? Können Bilder, sage ich mal, mit Schadsoftware hinzugefügt werden? Oder, sage ich mal, ist es okay, den Uploads-Folder wegzulassen, um, dass ich, sage ich mal, den Speicherplatz, ne? dass das ausgeht? Ne? Ja, es ist wirklich alles, auch Bilder sind in Gefahr. Es ist wirklich, ich würde sagen, Uploads-Ordner ist ja auch vielleicht öffentlich zugänglich bekannt, wie das Verzeichnis ist und so weiter. Ich würde schon sagen, wenn einmalig, ich meine, ich weiß nicht, wie häufig deine Mediensammlung anwächst, wie schnell und so weiter, aber wenn es jetzt nicht so rasant ist, dann würde ich schon jetzt nicht so häufig das natürlich aktualisieren, aber schon ab und zu. Ja, das heißt, sage ich mal, einmal runterladen, die Mediathek genau, oder so, genau. Und dann die dann manuell. Ja. Selbst in Bildern kann was sein. Also es ist einfach so, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann würde ich das schon auf jeden Fall backuppen. Ja. Letzte Frage, wie aktuell ist dieses Buch und wo kann ich es kaufen? Das Buch ist sehr aktuell, es wird auch laufend weiterentwickelt, weil das Thema auch so aktuell ist. Und das Buch gibt es aktuell nur als Leseprobe, weil ich noch dran schreibe. Und die bekommt ihr zugeschickt, wenn ihr mir eine E-Mail schickt. Dankeschön. Dankeschön. Kannst du uns verraten, wie du Google benutzt hast, um das Vorkommen bestimmter Plugin-Versionen zu checken? Oder steht das in deiner Leseprobe? Ja. Nochmal, was war die Frage? Ja, nochmal die Frage. Ja, nochmal. Okay, kannst du uns verraten, wie du Google benutzt hast, um herauszufinden, welche Plugin-Versionen wie häufig und wo installiert sind? Ich kann das schnell schauen, ob ich das nicht hier habe. Hier ist eine ganze Liste von Google-Suchabfragen, die ihr verwenden könnt, um an mehr Informationen zu kommen. Einfach in der ExploitDB nachschauen und es ist, also wie gesagt, es muss im Index sein und es muss öffentlich sein, das Dateiverzeichnis. Und mit diesem Google Dorking kann ich einfach sehr an einige Informationen herankommen. Zwecks Wordfans. Ich habe jetzt erst gelesen, dass in E-Recht 24 steht, dass man eigentlich Wordfans gar nicht verwenden soll, weil es einfach IP-Adressen speichert. Jetzt wollte ich fragen, was du dazu sagst und noch eine Frage, wie versteckt man die WP-Admin-Login-Seite? Also zu Wordfans, ja, es gibt sicher das Thema mit der Datenschutzgrundverordnung und im Detail muss man sich das natürlich anschauen, je nachdem, ich finde Wordfans ein sehr gutes Tool, ja, aber es hat, kann sein, dass es jetzt, wenn du zum Beispiel, wenn es wichtig ist, die Datenschutzgrundverordnung zu beachten im Sinne von, dann kannst du jetzt ja auch bekannt geben oder du kannst eine Einwilligung dir einholen. Also es gibt auch Sucuri, falls man jetzt eben sagt, okay, Wordfans ist wegen der Speicherung der IPs, wenn man es nicht anonym schalten kann, dann muss man natürlich. Das hat aber auch, also VPNs und so weiter speichern das auch, die IPs, und man kann es ja tracken, außer man verwendet eben Tor oder so. Aber man hat zum Glück noch ein paar andere Möglichkeiten. Und die zweite Frage war? Verstecken. Einfach über ein Plugin, also All-in-One WordPress Security hat das auch so ad hoc bei den Brute-Force-Attacken kannst du einfach einen anderen, statt WP-Admin kannst du einfach was anderes eingeben, irgendein anderes Wort, und dann wird das einfach umgeleitet. Und ist nicht aber über WP-Admin zugreifbar. Das ist wichtig, weil WP-Admin kennt ja jeder und kann dann einfach darauf zugreifen. Einfach über ein Sicherheitsplugin. Ja, vielen Dank. Wir können ja später weiter quatschen. Weißt du, kannst du mich anschalten?